Willkommen zurück in der dritten Liga mit unserer wunderschönen Mannschaft Düren. Ich habe euch gestern so ein bisschen voll gespammt mit Videos, einfach, dass wir jetzt so schnell wie möglich wieder auf einem Stand sind. Und ja, ich suchte hier ganz schön rein, aber das Spiel bringt mir einfach so viel Spaß. Es ist so toll, das hier zu erleben und vor allem mit euch zu erleben. Und ich habe mir natürlich wieder eure Kommentare angeschaut. Und ihr seid zwiegespalten, was den Aufstieg angeht. Denn einige von euch meinen, ja, so ein Aufstieg ist zwar schön und gut, aber du wirst es nicht überleben in der zweiten Liga. Deine Mannschaft wird wahrscheinlich zu schlecht sein. Auch so ein großes Update, was wir jetzt in der dritten Liga gemacht haben, werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen. Einfach aus dem Grund, weil uns das Geld dann fehlt. Die Spieler werden jetzt viel, viel teurer, je höher wir kommen, sodass wir wirklich nur noch punktuell austauschen können. Wir werden Probleme haben, dass die Spieler uns nicht so sehr mögen, weil wir halt vom Trainerlevel viel zu gering sind für die zweite Liga. Und auch das Präsidium wird es uns schwer machen, wenn wir dann ein Spiel nach dem anderen verlieren. Wir sind gerade auf Platz 3 auf dem Relegationsplatz. Ihr seht es, wir haben nach dem ersten Spiel, wo wir 4-0 gegen Ingolstadt gewonnen haben, sofort den ersten Platz erkämpft und sind dann ganz schön abgestürzt und hatten echt zu kämpfen, haben uns dann relativ gut im Mittelfeld platziert und jetzt zum Saisonende klettern wir immer weiter und weiter hoch und haben es jetzt tatsächlich auf den Relegationsplatz geschafft, waren sogar kurzzeitig Zweiter wieder und haben dann gegen Haiger verloren, was ein bisschen peinlich war, aber sowas passiert halt auch im Fußball. Und ich sage euch eins, es ist nicht mein Wille aufzusteigen. Wir wollten auch in der vierten Liga nicht sofort aufsteigen. Dann hat er sich angeboten, dann habe ich es wirklich gewollt. Dann haben wir alles reingehauen, um hier irgendwie noch den Aufstieg zu schaffen. Jetzt in der dritten Liga wäre ich auch vollkommen fein damit, wenn wir irgendwo im oberen Drittel landen und dann erst nächstes Jahr den Aufstieg holen. Aber ich werde jetzt auch nicht besonders schlecht spielen oder unseren Jungs sagen, hey, strengt euch mal nicht so sehr an. Wir wollen gar nicht aufsteigen. Ich finde, das wäre nicht die richtige Herangehensweise, um mit einer Top-Mannschaft im Profifußball Erfolg zu haben. Wenn wir nachlassen und keinen Biss zeigen, wie sollen dann unsere Spieler Biss zeigen? Das heißt, wir werden natürlich bis zum Ende durchziehen, aber wir werden es nicht so auf Krampf machen wie in der vierten Liga, sondern wenn es passiert, dann passiert es und wir freuen uns. Und wenn es nicht passiert, dann freuen wir uns auch, es fürs nächste Jahr auf den Plan zu setzen. Ich glaube, Tycoon Moore hat es sich verdient, dass wir ihn einmal fördern. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er dann vielleicht auch ein bisschen glücklicher wird, wenn er merkt, dass er auch ganz schön vorankommt mit seinem Fortschritt hier in unserer Mannschaft. Das finde ich schön. Und wer noch voranschreitet, ja, das sind die Scouts, die hier unsere verschiedenen Spieler beobachten, die wir uns ja anschauen wollten. Hier haben wir Raphael Adolf zu Ende gescoutet und sehen, das ist ein Anführer. Und auch hier sehen wir bereits Tendenzen, was diese Spieler wahrscheinlich sind. Wir sehen hier im linken Mittelfeld einen Künstler. Ja, ist jetzt für uns nicht mehr ganz so interessant, weil wir haben ja Freak dazu geholt. Freak ist nur ausgeliehen, das heißt, wir könnten sagen, komm, wir holen uns einen linken Mittelfeldspieler. Und Freak wird dann auslaufen, allerdings ist er auch erst 19 Jahre alt. Er ist ein Talent, wir bringen ihm gerade bei, links in der Mitte zu spielen, also im linken Mittelfeld zu spielen. Den könnten wir hochziehen, das wäre schon möglich. Also ich hätte gar nichts dagegen, vor allem weil er sich toll gezeigt hat, toll gespielt hat und jetzt wirklich auch für die ganzen letzten Siege mitverantwortlich war. Schaut euch mal auch seine Noten an und er ist einer der schwächsten Leute auf dem Platz. Das darf man nicht vergessen, also Freak hat sich toll gezeigt. Wir könnten wirklich sagen, komm, wir wollen ihn behalten. Trotzdem würde ich einfach, dass wir es gemacht haben, gerne diese beiden linken Mittelfeldspieler zu Ende scouten, damit wir zumindest wissen, okay, was sind sie? Hätten wir dann Künstler im linken Mittelfeld, der Freak ersetzen könnte? Vielleicht haben wir hier auch jemanden, der 19 Jahre alt ist, ein großes Talent, ein Künstler und den kriegen wir dann ablösefrei.
zur nächsten Saison, dann würde sich das natürlich auch anbieten. Aber die scouten wir erstmal zu Ende. Dann bei den Stürmern scheint sich auch herauszukristallisieren, dass hier ein Künstler dabei ist, unter denen, die wir scouten. Und zwar Angel Manta, der ist 21 Jahre jung, also ein tolles Alter für einen Stürmer, der kann sich auch noch richtig toll entwickeln, ist höchstwahrscheinlich ein Künstler, hat Kreativität, Ausdauer und Einwürfe als tolle Eigenschaften. Ja, das könnte tatsächlich ein sehr interessanter Spieler für uns sein. Wenn er denn wirklich ein Künstler ist, das müssen wir natürlich noch zu Ende scouten. Sein Marktwert liegt bei 1,2 Millionen. Das bedeutet, der wird auch ein hohes Handgeld von uns haben wollen. Und wir haben jetzt nur noch so 700.000 oder so auf der Kante. 600.000. Deswegen würde ich vielleicht sogar sagen, hey, lass uns jetzt nicht Jugendspieler abwerben, sondern wirklich das Geld sparen, um eventuell ihn noch zu bekommen. Sein Handgeld wird teuer sein. Davon können wir ausgehen. Sein Handgeld wird teuer sein. Aber in die Verhandlung können wir gehen. Das sollte schon okay sein. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns mal gerade die, die Künstler zu sein scheinen, ein bisschen mehr scouten. Und alle anderen bekommen jeweils einen Scout. Dann haben wir hier noch zwei vertragslose Stürmer. Die nehmen wir mal runter von der Liste. Die bringen uns gerade nicht viel. Wir wollen ja wirklich ganz dediziert einen Künstler holen in der nächsten Saison. Und das müssen wir einfach scouten. Sonst holen wir uns jemanden wie diesen Ma Jackie. Ja, den wir jetzt noch gar nicht wissen, ob wir den langfristig einsetzen wollen oder nicht. Aber wir setzen ihn erstmal ein. Das ist schon in Ordnung. Ist ein Sechserstürmer. Hat hier aber ganz schlechte Eigenschaften. Wir haben ihn auch extra nicht umbenannt, weil wir bei ihm wirklich gar nicht wissen, wie seine Zukunft ist. Bei Freak ist die Zukunft schon ein bisschen gesicherter. Aber ja, wir werden wahrscheinlich diesen Majeki abgeben. Vielleicht auch nur verleihen, aber der wird wahrscheinlich in der nächsten Saison nicht spielen. Und da einen Künstler noch dazu zu holen, das wird sehr wichtig sein. Und das sehen wir dann ja auch hier dann am Ende, ob da jemand dabei ist. Und er hier wäre natürlich super, so ein 21-jähriger Siebener, der tolle Werte schon hat, 1,2 Millionen Marktwert, mit dem kann man, glaube ich, gut arbeiten und ihn gut voranbringen. Und was wir auch überlegt hatten, ist, dass wir auch nochmal jemanden brauchen im offensiven Mittelfeld. Wir haben dort Justus Bade, den haben wir großgezogen, der hat die vierte Liga mitgemacht, der hat den Aufstieg mitgemacht und spielt ziemlich häufig auch hier in der dritten Liga. Der gefällt uns gut, wird sich auch weiterentwickeln, wird auch irgendwann Siebener werden. Ich bin sehr gespannt, wie er sich so machen wird. Wir sehen, der spielt wirklich viel. Hier 62% Startelfquote, 57% gespielte Minuten, 10% Torbeteiligung. Also das ist wirklich nicht verkehrt. Das gefällt uns. Aber er braucht natürlich noch jemand anderen an seiner Seite. Dafür haben wir Contreras geholt. Der 33-Jährige, der kam jetzt ganz frisch zu uns, ist aber schon ganz, ganz stark am Abbauen. Und da er sehr so stark abbaut, würde ich sagen, ja, wir haben ihn auch für eins losgeholt, beziehungsweise ablösefrei. Das ist schon ganz gut. Und wir brauchen uns auch wirklich keine Sorgen machen, dass das irgendwie ein Minusgeschäft wäre, wenn wir ihn abgeben. Das geht schon, wir können ihn loswerden. Aber der hat jetzt schon eine ganze Stufe verloren, ist 33 Jahre alt, baut weiter ab. Ich glaube, ihn müssen wir auswechseln. Und da würde sich natürlich ebenfalls anbieten, einen weiteren Künstler reinzuholen. Dann hätten wir drei Künstler und könnten sicherlich auch dann mal Aufstellung machen, wo zwei Künstler gleichzeitig spielen. Aber egal, wie wir wechseln, haben wir dann immer mindestens einen Künstler in der Mannschaft. Würde sich vielleicht auch anbieten, ob wir noch einen Verteidiger hätten, den wir reinholen können, der Künstler ist. Haben wir jetzt natürlich gerade noch nicht. Und wir haben so super viele Verteidiger, die eigentlich zu viel besetzt sind, gerade wenn man sich hier mal die Innenverteidiger anschaut, weil Klaus Fischer natürlich gerade umtrainiert zum Linksaußenverteidiger, ist auch bald fertig dabei.
Aber ja, Sertic und Himmel, die wackeln hier natürlich so ein bisschen. Ja, das ist sozusagen unser Blick auf die Mannschaft. Das heißt, wir brauchen hier definitiv noch jemanden, den wir scouten wollen. Und zwar einen offensiven Mittelfeldspieler, damit wir neben Bade noch jemand anderes dort haben. Und auch dort würde ich im liebsten Fall einen Künstler haben wollen. Wir schauen mal nach offensiven Mittelfeldspielern. Spieler zur Leihe haben wir keinen. Spieler ohne Vertrag. Die können wir nicht scouten. Bei uns ist jetzt super wichtig, dass wir einen Künstler holen. Das ist viel, viel wichtiger, als einen guten Spieler dort zu haben. Also klar, der muss natürlich auch gut sein und muss auch seine Stärken haben. Aber wir brauchen in erster Linie einen, der Künstler ist. Und da sollten wir uns sicher sein. Dann können wir mal schauen, ob wir hier jemand haben mit auslaufenden Verträgen. Ja. Naja. Da sind schon welche. Geh mal vom Alter runter. Sagen wir mal so 26 ist, glaube ich, ein gutes Alter. Wir starten mal bei 7ern. Da hätten wir hier Christian Humphrey. Ist ein 6,4er. 25 Jahre jung. Jetzt am Anfang geht es ja eh darum, erstmal ein paar zu holen, die wir scouten können, um überhaupt herauszufinden, was sind die für ein Charakterzug. Da brauchen wir eh einige, die wir scouten. Ich nehme ihn einfach mal mit rein. Der 21-jährige 7er macht natürlich auch total Sinn, ihn zu scouten. Der 19-jährige auch. Das sind alles diejenigen, die bald einen auslaufenden Vertrag haben. Und der 22-Jährige hier meinetwegen auch. Okay. Haben wir Spieler auf der Transferliste? Haben wir. Und hier haben wir sogar einen, der höchstwahrscheinlich Künstler ist. Ist aber ein 10er und wird nicht mit uns sprechen wollen. Hier haben wir noch einen 24-Jährigen. Der hat einen Marktwert von 1 Million. Ja, zumindest scouten können wir ihn ja mal. Wir müssen eh viele scouten. Laie haben wir keinen. Vertragslose Spieler bringen uns eh nichts. Und dann hätten wir hier noch Leute, die keinen auslaufenden Vertrag haben. 6,7 mit 23. Finde ich auch gar nicht schlecht. Der kommt auch mal auf die Scoutliste. Und dann werden wir eh alle aussortieren, die keine Künstler sind. Wir hauen jetzt alle Leute rauf auf den Stürmer. Auf Manta, der könnte wirklich was Gutes sein. Ich hau hier trotzdem, glaube ich, nochmal, ich ziehe hier nochmal Scouts ab. Und zwar überall, wo wir nicht wissen, ob wir die brauchen. Also bei den Stürmern, die sind höchstwahrscheinlich keine Künstler. Könnte aber sein, dass sich das noch ändert. Und die linken Mittelfeldspieler hier. Ich meine, da haben wir gerade Freak und Go. Das reicht uns eigentlich. Offensives Mittelfeld ist neben dem Sturm schon eher wichtiger. Deswegen fangen wir an, die hier alle anzuscouten. Und holen hier nochmal zusätzliche Scouts rein kurzfristig, damit wir alle jetzt nochmal gut scouten können auf den letzten Tagen. Und dann sollten wir das hinbekommen. Cool. Freut mich. Das freut mich echt. Wir gucken trotzdem bei 1860 rein in die Jugend. Denn Angel hat gesagt, selbst wenn wir die nicht verpflichten wollen, ist es ja super zu wissen, in welchem Verein vielleicht auch mal ein großes Talent ist, also ein 2-Sterne-Talent. Wovon wir ja auch schon die ersten im Kader haben. Toter Rot ist ein großes Talent. Und Go ist ein großes Talent. Das heißt, die entwickeln sich nicht nur schneller, sondern, das ist auch eine gute Sache bei den Talenten, sie haben hier auch mehr Möglichkeiten, Fähigkeiten zu leveln und zu skillen. Ihr seht bei Go, der hat richtig viele Sachen, die er hier noch in der Laufzeit seines Lebens skillen kann. Natürlich die Sachen, wo er schlecht ist, die kann er erstmal abtrainieren.
Aber es gibt auch andere Dinge, die er erstmal trainieren kann. Und da hat er eine große, große Auswahl. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal Justus Bade anschauen, der kein Talent ist, dann sehen wir, der hat hier auch natürlich mehrere Sachen, die er lernen kann, aber ist dann schon begrenzter. Also mehr als diese Sachen hier wird er nicht lernen können. Danach ist vorbei. Und ja, das ist natürlich kein Problem, denn damit hat er auch erstmal eine ganze Menge zu tun und er ist auch so super und wird aufsteigen und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich schön, wenn man jemanden hat, der sich einerseits schneller entwickelt und andererseits dann auch viel mehr Fähigkeiten dazu bekommen kann, die dann sich natürlich auch auf die Gesamtstärke beziehen. Genau, zwei dieser Leute haben wir schon und wenn wir vielleicht irgendwo im Jugendkader so einen finden, können wir uns das ja auch erstmal nur merken, um ihn dann vielleicht in der nächsten Saison abzuwerben. Jetzt haben wir ganz schön viel geredet miteinander, dann lass uns doch mal direkt weitergehen in die neue Woche. Und wir machen nochmal eine individuelle Woche. Wir machen nochmal eine sehr individuelle Woche. Ich würde hier hinten vielleicht nochmal Pressing und Gegenpressing üben. So. Ecken, Strafraum und Kopfbälle fände ich, glaube ich, ganz gut. Aber das können wir auch hier hinten machen. Weil das nicht ganz so super anstrengend sein sollte. Ecken, Strafraum. Freistöße, Kopfbälle sind, glaube ich, ein bisschen anstrengender, genau. Sind 4 Sterne, also Kopfbälle üben wir mal. Und ein paar Standards, wo wir es auch nutzen können. Flache Hereingaben. Pressing, Gegenpressing haben wir. Über- und Unterzahlspiel. Können wir auch nochmal machen. Angriffe durch die Mitte und Angriffe über Außen. Wobei wir das auch gerne nochmal in die nächste Woche verlagern können, um jetzt nochmal Torabschlüsse und Zweikampf zu machen. Lieber nochmal Zweikampf und Torabschlüsse, dann haben wir auch nochmal Stufe 3 Fähigkeiten, bevor es dann in den trainingsfreien Tag geht und dann in das Spiel. Ich glaube, das ist okay und die Angriffe durch die Mitte und über Außen, die frischen wir dann nächste Woche nochmal auf. So sollte das in Ordnung sein. Viele von euch wünschen sich auch, dass wir Konter üben und Distanzschüsse üben. Das können wir gerne alles noch machen. Ich möchte jetzt erstmal aber uns spezialisieren und mit euch so ein paar Sachen üben, die wir dann richtig gut können. Anstatt hier überall alles so ein bisschen zu üben und dann so ein Wischi-Waschi-Fußball zu spielen, wo wir alles nur so halb können. Wenn wir hier erstmal gut spezialisiert sind und wir sind ja jetzt hier schon mal im grünen Bereich zumindest, dann können wir auch irgendwann noch was mit dazu nehmen. Und Distanzschüsse finde ich natürlich super, Konter finde ich auch super. Da haben wir super viel auch mitgespielt in der 4. Liga. Jetzt in der 3. Liga haben wir gesagt, okay, wir müssen uns mal ein bisschen eine andere Taktik überlegen. Und das hat dann jetzt in letzter Konsequenz natürlich auch ganz gut geklappt. Ein paar Spieler werden sich lieber ein bisschen regenerieren. Und zwar alle, die eine Frische unter 70 haben. Und dann gehen wir in diese Woche rein. Dort hätten wir einen Stürmer, einen 4-7er. Mit 17. Hatte bald sogar einen Stufenaufstieg. Wow. Wir schauen uns zwar gerade auch Stürmer und so an, aber das ist so ein toller Spieler. Mit 17 bald ein 6er zu sein, ist ja so krass. Nein, ist jenseits unserer Möglichkeiten. Der möchte nicht zu uns. Aber gut zu wissen, dass da so ein guter Spieler drin ist. Den hätte ich jetzt, obwohl wir ein bisschen sparen wollten, hätte ich den verpflichtet. Weil wenn wir einen 17-jährigen Beid Sechser in der Jugend hätten, den wir aufbauen können. Wow. Das wird irgendwann 10er, bestimmt. Das könnte sein. Wir spielen gegen 1860 München.
Und wir werden natürlich Freak wieder links spielen lassen. Wir brauchen den Künstler. Es tut mir super leid für Sargon Go. Aber gerade geht's nicht anders. In der nächsten Saison wird Go viel mehr spielen. Und er soll auch viel spielen, weil er ist halt so ein tolles Talent, der auch gefördert werden soll. Aber wie gesagt, wir brauchen Freak hier gerade. Erik Winks und Tycoon Moore sind hier unterwegs. Super. Die Fitness von Ali Terranova ist bei 61. Demnach würde ich ihn wahrscheinlich wieder einwechseln lassen wollen. Und er hat ja auch schon gezeigt, dass er in der Lage ist, ein Joker-Tor zu machen. In der Verteidigung. Lass uns mal ganz kurz schauen. In der Verteidigung. Lassen wir Raimundo drin, weil er Analytiker ist mit Gromlok. Gromlok sollte sowieso drin stehen. Er ist Kapitän. Er ist für die Ecken spezialisiert. Er kann auch gut Freistöße schießen. Das kann auch Kantholz sehr gut. Kantholz sogar noch besser in Freistößen. Aber Kantholz muss heute, glaube ich, nochmal weichen. Und wir geben Cody Blau nochmal eine Chance. Cody Blau natürlich auch mit seinen 18 Jahren bzw. 19 Jahren mittlerweile. Auch ein tolles Talent, was wir fördern sollten. Und Kantholz mit 29 natürlich schon ein bisschen erfahrener, ein bisschen älter. Und demnach darf Cody Blau nochmal ran. Klaus Fischer haben wir hier. Der spielt links oder kann Raimundo austauschen. Rechts haben wir Dan Wallace. Wir haben noch Erik Obst, natürlich. Aber da ist, glaube ich, dasselbe wie mit Cody Blau. Wir können Erik Obst später einwechseln. Vor allem, wenn wir Probleme in der Abwehr haben sollten. Aber auch Dan Wallace sollte noch mal ein bisschen Spielzeit bekommen. Feinherb Flick muss nicht spielen. Ich würde sagen, wir lassen lieber Irbis spielen, weil wir den auf jeden Fall richtig, richtig fördern sollten. Der ebenfalls 19-Jährige ist ein tolles Talent, der einfach so heftig gut spielt, dass er sich das verdient hat, auch hier als Stammspieler da zu sein. Aber Feinherb Flick hat sich auch immer toll gezeigt, kommt im besten Fall mit. Der kommt im besten Fall mit. Bade spielt von Anfang an. Contreras spielt immer weniger eine Rolle bei uns. Wird vielleicht gar nicht mal mitkommen. Dann haben wir hier Jung und Freak. Jung ist 20 Jahre alt, ist auch ein tolles Talent. Guimarães ist 19 Jahre alt, auch ein tolles Talent. Ja, die können sich sowieso austauschen und auswechseln. Ich finde beide super. Ich finde beide richtig toll. Aber wir lassen jetzt nochmal Guimarães spielen. Und im Sturm haben wir dann hier Terranova als Auswechselkandidat. Und dann nehmen wir nochmal Jackie mit als zweiten Stürmer, den wir auswechseln können. Himmel bleibt zu Hause, Contreras bleibt zu Hause, Sertic und Soha. Und ich glaube, damit sind wir ganz gut aufgestellt. Wir pressen hartnäckig. Wir gehen. Ja, auch mal über rechts ein bisschen. Aber auch vielleicht nur zu 19%. Hier geben wir Freak die Möglichkeit, ein bisschen Kreativität reinzubringen. Und der Rest wird durch die Mitte gepresst. Vorsichtig offensiv, wir sind faire Sportsleute. Schauen uns einmal an, ob wir einen Schwachpunkt identifizieren können. Können wir nicht. Können wir mit jemandem reden? Ja, das könnte aber auch immer wie immer ein bisschen schwierig werden. Ich glaube,
Wir lassen das gegen 1860 München. Weil das wird ein sehr ausgeglichenes Spiel. Aber wir können definitiv hier nochmal Wutpunkte reinbringen. Wir haben nur noch einen Wutpunkt. Aber das können wir trotzdem machen. Nach der letzten miserablen Vorstellung erwarte ich eine Reaktion, weil wir haben ja 2:0 gegen Steinbach-Haiger verloren, die wirklich nicht gut sind. Die wirklich nicht gut sind. Da kann man tatsächlich auch mal eine kleine Ansage machen. Ich würde wieder in die Sonderzahlung reingehen wollen. Und heute zählt nur diese eine Aufgabe. Damit gehen wir rein ins Spiel. TSV 1860 München gegen den ersten FC Düren. Und Düren beginnt mit einer Chance, herausgespielt von Moore, mit einem tollen Steilpass auf Freak. Und Freak wird leider der Ball abgenommen. Ich habe ganz genau gesehen, das war ein Foul, Schiedsrichter. Doch der hat den Foul nicht gesehen. Macht nichts, denn wir bekommen die nächste Chance. Gromlock mit einer langen Flanke. Schöne Idee, hat leider nicht geklappt, aber kann man durchaus mal machen. Es gibt einen Strafstoß für 1860 München. Und Roth ist natürlich ein toller Torwart, kann aber auch beim Strafstoß keine Wunder vollbringen. 1860 München führt mit 1:0. Düren hat noch keine richtige Torchance gehabt. Und wir haben uns so ein blödes Tor eingefangen. Ein Strafstoßtor. Verdammt nochmal. Steigt euch jetzt mal ein bisschen mehr rein. Haut alles rein, was ihr habt. Ein bisschen mehr anstrengen. Nur ein ganz kleines bisschen, meine Lieben. Ich hätte nur gern irgendeine Chance gesehen. Irgendeine. Wollt ihr aber nicht. Ihr wollt mir keine Chance geben. Das gibt's nicht. Wie habt ihr gespielt? Alle so mittelprächtig. Justus Bade hat eine Gelbe bekommen. Flick kann da nicht spielen. Wie sieht's mit Terranova aus? Terranova könnte das spielen. Also als hängende Spitze. Wir lassen ihn noch ein bisschen mehr hängen. Als sonst. Könnten wir machen. Jetzt wäre natürlich noch offensiver, aber wir müssen jetzt natürlich auch was tun, nachdem wir hinten liegen. Und dann sprechen wir auch mit den anderen Stürmern. Wir wollen jetzt den Sturm so ein kleines bisschen kitzeln. Tycoon ist unsere Kritik egal. Klar, er ist super unzufrieden. Aber wir haben es trotzdem versucht. Okay, mit Ali Terranova ist ein Teamspieler gekommen und es ist ein Anführer gegangen. Das ist vollkommen okay. Wie sieht's noch aus? Ja, ich glaube, wir wollen hier noch nicht großartig wechseln. Das können wir noch später machen. Wir gehen aus der Pause mit Schmerzesschwäche, die den Körper, verlässt, in die kontrollierte Offensive, spielen offensiv, versuchen den Gegner damit komplett zu überraschen, pressen Tag und Nacht und gehen halt jetzt ganz anders, mit einer ganz anderen Strategie raus, um den TSV 1860 München einmal vollkommen aus der Fassung zu werfen. Mal sehen, ob uns das gelingt. Auf geht's, Düren. Es passiert trotzdem nichts. Es passiert trotzdem nichts. Gar nichts. Jetzt mal ein Angriff. Wir stehen sehr tief, sehr gut. Irbis Leitner, Gromlock auf Guimarães. Und er hat das Pressing sich gut ausgezahlt. Eine schöne Chance rausgespielt. Ganz knapp am Tor vorbei. Guimarães gut gemacht.
Und auch das Team hat das gut gemacht. Wenn wir jetzt das 2:0 kassieren würden, dann wäre vorbei gewesen. Es ist aber nicht vorbei. Geht jetzt nochmal schön in die Anstrengung rein. Lasst eure Waden brennen. Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Schön ins Pressing rein. Offensivfußball. Rot zeigt die Sicherheit hinten drin. Und vorne müsst ihr jetzt pressen. Da müsst ihr jetzt Druck machen. Wir brauchen mal Kreativfußball. Wir brauchen mal ein paar Chancen. Was ist denn da los, meine Lieben? Wir brauchen jetzt endlich mal ein paar Chancen. Terranova rückt vor. Majeki ist links außen, genau. So, Tycoon Moore, du spielst da. Terranova steht hier. Jetzt ziehen wir auch weiter nach vorne. Bring Jung hat schon häufig auch mal ein Tor gebracht. Leitner ist kaputt. Hat auch hier wirklich nicht gut gespielt dieses Mal. Feiner Flick bekommt die Chance. Ein Wechsel haben wir noch. Kantholz für die Freistöße. Könnte man überlegen. Kantholz für Cody Blau. Um mal ein paar Freistöße möglich zu machen. Alles klar. Rein da. 5 Wechsel. Beziehungsweise 4. Einen hatten wir schon gemacht in der Halbzeitpause. Sind komplett offensiv, aber es kommt keine einzige Chance. Es kommt keine Chance bei rum. Müssen wir natürlich nochmal gucken, ob wir irgendwas tun können. Irgendetwas. Hier nochmal irgendwie ein bisschen mehr Druck drauf zu bekommen. So, die letzten Minuten. Kommt schon. Eine Chance, okay. Raimundo. Auf Feinherb Flick. Sehr gut. Majeki. Auf Lukinda Jung. Der hat's leider nicht gebracht. Aber nochmal eine Ecke. Nochmal eine Ecke. Kantholz. Bringt ihn rein für Serigo Raimundo. Und der ging leider ordentlich drüber. Damit verlieren wir auch dieses Spiel. Zwar ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Aber das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Und hat uns viel Fitness gekostet. Düren steigt ab auf den 4. Platz, während 1860 München auf den 8. Platz aufsteigt. Keine Punkte für den 1. FC Düren. Schade. Keine Punkte, aber auch keine Tore. Wenn man keine Tore schießt, kann man sich auch nicht wundern, dass keine Punkte bei rumkommen. Alles klar. Weiter geht's, meine Lieben. Irbis Leitner. Ihr Co-Trainer hat herausgefunden, dass er bereits 20% Fortschritt bei kurze Pässe gemacht hat. Das ist super. Aber wir bleiben erstmal beim Zweikampf. Was ich für einen defensiven Mittelfeldspieler für absolut genial finde. Apropos Irbis Leitner, dürfen wir dich nochmal boosten? Ja, dürfen wir. Als nächstes spielen wir gegen Waldhof Mannheim. Im Hinspiel haben wir unentschieden gespielt. Es geht weiter.
Wir schauen einmal ganz kurz rein in die Scouting-Maschinerie. Ja, der wird weiter gescoutet. Oh, schaut mal. Oh, viele Künstler haben uns ausgesucht. Also viele potenzielle Künstler. Das haben wir gut gemacht. Das haben wir gut gemacht. Sehr schön. Wir gehen direkt rein in die nächste Trainingswoche. Und ja, wir brauchen jetzt die Torabschlüsse. Die müssen jetzt ordentlich trainiert werden. Weil das wieder nicht so richtig gut funktioniert hat. Komm, wir machen das voll. Wir machen das voll. Ecke, Strafraum. Vielleicht nochmal Kopfbälle trainieren. Ecke, Kopfball. Macht schon Sinn. Und dann wollten wir Angriffe durch die Mitte und Angriffe über Außen nochmal trainieren. Angriffe durch die Mitte ein bisschen wichtiger. Weil wir dort ein bisschen schlechter sind und weil wir das natürlich häufig nutzen. Ganz häufig nutzen wir das. Gegenpressing kann doch mal ein bisschen genutzt werden. Freistöße, flache Hereingaben. Ja, flache Hereingaben vielleicht nochmal. So. Trainingsgruppen. Terranova hat noch ein paar Konditionsprobleme. Und Raimundo geht in die Frische. Ja, einige gehen noch mal ein bisschen in die Frische rein. Genau. Wobei Ali Terranova ist ein Stürmer, der soll die Torabschlüsse mal mitmachen. Freak soll die nicht mitmachen, der soll die ja vorlegen. Das ist hier in Ordnung. Wir gehen in diese Woche rein. Und brauchen jetzt mal wieder einen Sieg. Wir haben jetzt zwei Niederlagen gehabt. Eine richtig peinliche gegen Steinbach-Haiger. Die war wirklich nicht gut. Und jetzt eine, die man selbstverständlich verantworten kann. Gegen TSV 1860 München kann man durchaus 1-0 verlieren. Insbesondere, wenn das Tor geschossen wurde durch einen Strafstoß. Da braucht man sich nicht vergraben, aber ist natürlich schade, dass wir da noch nicht mal einen Punkt rausgeholt haben. Jetzt hätte ich ganz gern mal wieder einen Sieg. Aber Waldhof Mannheim ist natürlich ein harter Gegner, ist selber auf Platz 6. Das ist nicht schlecht. Wir geben Cody Blau wieder eine Chance und Kantholz kommt für Gromlock. Gromlock ist jetzt erstmal für 3 Wochen ausgefallen. Okay, Tycoon Moore geht es ein bisschen besser. Freak und Kantholz sind auch am Start, alle unzufrieden. Das kriegen wir trotzdem hin. Sertic, brauchen wir dich. Ja, wir haben natürlich keinen Analytiker. Es mangelt uns tatsächlich auch ein bisschen an Analytikern, wenn man Raimundo weglässt. Also Sertic muss mindestens mit, wenn er nicht sogar für Cody Blau eingesetzt werden soll. Vielleicht müssen wir Cody Blau doch einwechseln. Später. Das könnte sein, dass wir ihn erst einwechseln müssen, weil dann haben wir 2 Analytiker, 3 Teamspieler, sehr viele Anführer. Wirklich sehr viele Anführer. Aber es sollte, glaube ich, noch in Ordnung sein. Spiel mit Angel. Freak auf der anderen Seite, Irbis Leitner, Justus Bade, Tycoon. Tycoon wird ausgewechselt werden müssen. Wahrscheinlich durch Terranova. Und Majeki lassen wir zu Hause. Ich denke, ja. Ich glaube, wir sind so ganz gut aufgestellt. Wir gehen über alle Seiten gleichmäßig.
Wir spielen im abgesicherten, ruhigen Aufbauspiel, vorsichtig offensiv. Wir pressen hartnäckig, wie im Kreissaal, und sehen, dass wir den Fitnessvorteil haben. Das ist schön. Der Torwart nicht die größte Kerze und wird mal als Schwachpunkt markiert. Ein ganz normales Spiel, was wir professionell angehen sollen, nachdem die Siegprämie beim letzten Spiel nicht ausgezahlt wurde, biete ich hier wieder eine an. Wissen, die Stürmer sind nicht so super zufrieden, ansonsten passt das. Ich finde es ganz cool, dass wir Sertic nochmal mit reinbringen. Nimmt natürlich Cody Blau gerade die Möglichkeit weg. Aber erstens, er ist ein Analytiker, das ist gut für die Mannschaft. Und wenn wir uns auf eine Person immer verlassen konnten, dann war Sertic. Immer wenn wir ihn brauchten, war er da. Er spielt nur noch wenig, aber er ist so ein wichtiger Spieler für die Mannschaft. Der darf jetzt nochmal rein. Anpfiff Düren gegen SV Waldhof Mannheim. Es zählt heute nur diese eine Aufgabe. Und wir beginnen mit einem Angriff. Freak greift an. Freak spielt auf Tycoon. Der schießt vorbei. Wir haben ordentlich Torabschlüsse geübt. Haben ihn extra drin gelassen. Ich hoffe, sie können es jetzt auch auf dem Spielfeld umsetzen. Und nicht nur im Training. Denn Wallace bekommt eine gelbe Karte wegen Foulspiel. Gefällt mir nicht, aber wir können ihn später auswechseln. Waldhof Mannheim mit einer Ecke. Kurz ausgeführt. Und super gemacht von Roth, der hier mittlerweile auch gut Sicherheit im eigenen 16er bringt. Waldhof Mannheim aber gerade mit mehr Ballbesitz. Vielleicht kriegen wir es ja trotzdem hin, dass wir nochmal eine Chance rausspielen und die dann eventuell sogar umsetzen können. Das wäre ganz gut. Wir schauen uns das an. Eckball. Kantholz als Eckballspezialist dabei und Erik Winks. Eventuell hätte er den reingemacht an einem anderen Tag. Heute hat es nicht gereicht. Und er köpft daneben. Wir sind im ausverkauften Heimstadion. 11.800 Leute sind im Stadion, feuern uns an. Doch was wir hier sehen, es reicht noch nicht. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Zug. Und eventuell bekommen wir den ja, wenn wir Erik Obst reinbringen. Dann haben wir auch einen Anführer weniger. Und ich habe meine gelbe Kartenphobie ein wenig angegangen. Erik Winks, wir können dich gerne nochmal kritisieren. Ja, und Justus Bade. Justus Bade, eigentlich bräuchtest du auch nochmal eine Kritik. Bei dich will ich eigentlich nicht auswechseln. Und wenn du dich ein bisschen mehr anspringen würdest, fände ich das gut. Das kannst du besser. Okay, Tycoon wird ausgewechselt später. Jetzt aber noch nicht. Klaus Fischer könnte auch später nochmal links reinkommen. Sertic hat bisher auch noch nicht so richtig gezeigt, weshalb wir ihn eigentlich so vergöttern. Wir bleiben mal dabei. Wie viele extra Motivationen haben wir noch? Eine noch. Wir sind jetzt beim 31. Spieltag. Da kommt nicht mehr so super viel. Da kommt nicht mehr so super viel, wo wir es einsetzen können. Wir schauen mal rein. Können wir hier sehen, gegen wen wir jetzt noch spielen? Hier sehen wir die Transfers. Ne, das sind nur die vergangenen Spiele leider. Aber wir können uns das ja ausrechnen. Wir haben 20 Mannschaften in der Liga. Das heißt, wir müssen 38 Spiele spielen. Ist jetzt die extra Motivation angebracht?
dann könnten wir 7 Spieltage das nicht mehr machen. Ich würde sagen, wir machen das. Extra Motivation und Schmerzesschwäche, die den Körper verlässt. Jedenfalls kurzfristig, dass wir richtig gut aus der Halbzeitpause rauskommen. Also wir holen uns die extra Motivation und gehen raus. Zweite Halbzeit mit dem extra Motivator und dem höheren Einsatz erwarte ich jetzt zumindest mehr Chancen. Leitner auf Sertic und dann zeigt er, warum wir ihn behalten haben, warum wir immer wieder auf ihn zurückgreifen. Sertic ist einfach so ein toller Spieler, der uns schon so häufig gerettet hat. Wir mit dem nächsten Angriff, Leitner verliert den Ball. Jetzt Waldhof Mannheim mit der Chance. Rot hechtet. Doch der Ball geht 1,5 Meter am Tor vorbei. Zeigt uns aber, wir machen auch noch zu viele Fehler. Leitner in diesem Fall. Kantholz bekommt eine gelbe Karte wegen Foulspiel. Können allgemein jetzt nochmal wechseln. Aber erstmal holen wir uns hier noch einen Angriff. Erik Obst, der neue Mann, zeigt hier, was er kann. Auf Tycoon Moore. Tycoon mit seinem 15. Ligator. Toller Stürmer. Wir wechseln aus. Wir wechseln aus. Okay. Tycoon Moore, nachdem du jetzt das Tor geschossen hast, würde ich dich ungern auswechseln. Aber Erik Winks, für dich kommt Terranova. Okay, alles klar. Kantholz hat eine gelbe Karte bekommen. Da kann Cody Blau jetzt mal rein. Und links hinten kommt Klaus Fischer. Leitner hat nicht seinen besten Tag, aber auch nicht seinen schlechtesten. Und wir bringen nochmal Lokenda Jung mit rein. Und gehen hier runter auf, es zieht heute nur diese eine Aufgabe. 2:0 ist natürlich schon mal eine gute Sicherheit. Wir stellen noch runter auf vorsichtig defensiv, wollen weniger Chancen zu lassen. Lukinda Jung auf Bade, Lukinda Jung auf Freak. Sicher gefangen von Klaus-Dieter Eckel, aber schön herausgespielt. Ja, das gefällt mir. 85. Spielminute und in der zweiten Halbzeit hat Düren sehr dominiert. Justus Bade auf Tycoon. Tor! Tor! Der holt sich hier nochmal sein Doppelpack. Da hat sich's gelohnt, dass wir ihn drin gelassen haben. Und Bade hat vorgelegt und Bade damit hat er auch nochmal gezeigt, was er so drauf hat. Erik Obst, den wir eingewechselt haben, mit einer schönen Vorlage. Sertic, an den wir heute geglaubt haben, mit dem Tor. Justus Bade, den wir motiviert haben, mit einer schönen Vorlage. Und Tycoon, den wir so extra noch drin gelassen haben, holt sich 2 Tore. Ein Doppelpack. Das war richtig gut. Dafür, dass es 0-0 in die Halbzeit ging, haben wir hier wirklich noch ordentlich was rausgeholt. 3:0. Sehr, sehr schön. Und damit steigt Düren wieder auf den Relegationsplatz, auf den 3. Platz. Punktgleich mit Elversberg und Magdeburg. Aber wir haben die bessere Tordifferenz. Da hatten wir letztes Mal schon drüber geredet. Also die Tordifferenz, wenn wir uns hier gerade mal alle anderen anschauen, ist echt stark, die wir haben. 68:33. Da brauchen wir uns nicht verstecken. Weil wir natürlich auch immer wieder uns an die eigene Nase fassen und immer wieder schauen, hey, was können wir verbessern? Und da ist dann natürlich ganz klar, sind die eigenen Fehler immer sehr präsent, aber unterm Strich sind wir in der 3. Liga extrem gut aufgestellt, vor allem bei der Tordifferenz. Tycoon Moore kommt auf den 2. Platz mit 16 Toren. Das ist toll. Warum macht dieser Tobias Vollrat keine Tore mehr? Ist der verletzt gerade? Nö.
Der spielt, aber der hat lange keine Tore mehr gemacht. Schaut mal hier. Der hatte hier einen richtigen Lauf. 4 Tore. 1-1-2, 1-1-2-1. Jetzt lange kein Tor mehr gemacht. Und damit kommt dann natürlich unser Tycoon langsam ran, der sehr regelmäßig Tore macht. Ich finde 16 Tore echt nicht verkehrt, muss ich sagen. Und 4 Vorlagen. 16 Tore aus 24 Spielen. Tycoon, kann man nichts gegen sagen. Und Sertic ist das dritte Mal in dieser Saison in der Elf des Tages. Dreimal kam er in die Elf des Tages. Und er hat wie viele Spiele gespielt? 11. Aus 11 Spielen dreimal in die Elf des Tages kommen, ist eine starke Leistung. Also Sertic, wenn der eingesetzt wird, der rasiert halt jedes Mal. Wir haben zu viele Innenverteidiger, aber wir können uns von Sertic nicht trennen. Der ist einfach zu gut. Wir können uns von ihm nicht trennen. Es geht einfach nicht. Und Himmel entwickelt sich einfach zu stark. Und deshalb können wir uns auch nicht von ihm trennen. Stefan Himmel. Teamgeist steigt. Das ist schön. Das ist sehr schön anzusehen. Genau, Gromlock für 3 Wochen ausgefallen. Durch eine Gehirnerschotterung. Kovalivka möchte uns übernehmen als Trainer und Manager. Ich sage nein. Denn mein Herz, es schlägt nur für den ersten FC Düren. Und da wir heute am Sonntag noch einige Folgen zeigen wollen, würde ich sagen, machen wir heute nur eine 50-Minuten-Folge, denn es gibt ja mehrere. Ich glaube, das ist eine faire Ausgleichssituation. Schön, dass ihr heute wieder mit am Start wart. Hat mich riesig gefreut und ich freue mich umso mehr, wenn ihr die weiteren Folgen, die heute noch kommen werden, ebenfalls anschaut. Wir sehen uns dann später gleich wieder.